Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen den 1. FC Köln, die U21. Wir hatten ein Parallelspiel gehabt. Endergebnis bei Mönchengladbach gegen Düsseldorf lautet 1:3. Hier bei uns im Stadion hatten wir 8057 Zuschauer und die haben ein 2:0 für RWE gesehen. Tore von Bayer und Weber. Nun begrüße ich herzlich die beiden Trainer, nämlich unseren Gast Markus Daun und Carsten Neitzel. Und Herr Daun ist unser Gast, deswegen bitte ich Ihnen zuerst seinen Kommentar zum Spiel zu sprechen. Ja, schönen guten Tag zusammen. Erstmal Glückwunsch an die siegreiche Mannschaft aus Essen. Ich denke, am Ende ein verdienter Sieg, weil wir es nicht geschafft haben, unseren Plan, so wie wir ihn spielen wollten, mit engen Ketten, 4-5-1 anlaufend, immer wieder auch dann schnell in Kontersituationen zu kommen, im Umschaltspiel den Essen und weh zu tun. Der ist nicht ganz aufgegangen, weil wir einfach im Umschaltspiel dann zu leichte Fehler gemacht haben, Stockfehler, das Timing stimmte nicht. Wir hatten dann Räume, die wir nicht genutzt haben. Und am Ende steht dann mit Essen ein verdienter Sieger da, weil sie einfach dann vor dem Tor konsequenter waren, erwachsener waren. Und das ist ein Thema, was uns zurzeit noch abgeht, aber ich mache den Jungs trotzdem ein Kompliment, weil sie über 90 Minuten lang versucht haben, da diszipliniert zu arbeiten, gerade defensiv immer ordentlich gestanden haben, Zugriff hatten, nur die Umschaltphasen leider nicht qualitativ hochwertig ausgespielt haben. Von daher geht der Sieg in Essen oder für Essen hier in Ordnung und wir werden weiter an unserem Thema arbeiten. Dankeschön. Ja, Dankeschön, Herr Daun, und dann gebe ich gleich weiter an Carsten Neitzel. Ja, Markus, vielen Dank für die Glückwünsche. Für uns, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewesen, weil man nach dem letzten Heimspiel, nach dem 5:1 gegen Wuppertal, dann erstmal wieder die Köpfe zurechtdrücken muss und man einfach wissen muss, dass es halt wie jede Woche so geht zu Hause. Und wir haben mit dem gerechnet, was auf uns zugekommen ist. Die Kölner haben das, ich finde, sehr, sehr gut gemacht defensiv. Wenn Markus jetzt sagt, dass er in der Umschaltbewegung und im Spiel nach vorn, dann, dass da viele Dinge zu ungenau waren, dann ist das ein kleines Kompliment an unsere letzte Kette, weil das ist ja immer wieder das Schwierige, dass du permanent das Spiel machen musst, dich durchkombinieren musst gegen einen sehr, sehr gut gestaffelten Gegner und trotzdem hinten immer so verantwortungsvoll stehen und arbeiten musst, dass du dem Gegner nichts zu leicht machst, ja, mit einem langen Ball, dann, dass er auf einmal alleine vom Torwart steht. Da haben wir bis auf anderthalb Ausnahmen einen guten Job gemacht. Und ich finde, dass wir insgesamt eine vernünftige erste Halbzeit gespielt haben. In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr so druckvoll. Muss man dann auch sagen, dass wir sehr, sehr viel schon investiert haben. Und auch wenn es vielleicht manchmal von draußen gar nicht so aussieht, viel investiert haben bei eigenem Ballbesitz. Und ich bin einfach heute wirklich glücklich, dass wir dieses Spiel, was vom Kopf her sehr, sehr schwierig war, gegen eine gut organisierte Mannschaft mit 2:0 gewonnen haben. Zum ersten Mal in dieser Saison 0 gespielt haben, auch das sollte ein Stück weit Sicherheit geben für die nächsten Wochen. Grundsätzlich aber möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen, weil das uns in den nächsten Wochen immer wieder beschäftigen wird. Ich muss einfach ein Kompliment machen an die Spieler, die halt nur kurz oder gar nicht auf dem Platz standen. Wenn ich Enzo sehe, wenn ich Robin Urban, wenn ich Boris Tomiak sehe, wie sie sich freuen, wie sie in einer kurzen Zeit dann engagiert auf dem Platz standen, wie ein Remo, wie ein Hirschberger, wie ein Kokosan, wie auch unser zweiter Torwart, da mitleben, mitfiebern, das ist schon vernünftig. Ja? Und so muss es bleiben und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dafür, dass sich jeder ein Stück weit wohler fühlt in der Gruppe, als wenn du nur permanent Arschlöcher um dich herum hast. Und da muss ich sagen, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und so soll es auch bleiben, unabhängig wie am Wochenende die Ergebnisse sind. Ja, danke Carsten. Jetzt haben Sie wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die PK wird wieder übertragen in andere Räumlichkeiten im Stadion. Deswegen erlauben Sie mir kurz, Ihre Fragen zu wiederholen. Bitte schön. Herr Neitzel, Marcel Platzek heute nicht dabei. Sie hatten im Interview in der kurzen 15 Jahre Hoffnung gehabt, dass er heute schon wieder fit wäre. Haben Sie aus Vorsicht noch mal pausieren lassen, sicherheitshalber? Wie nah war er dran? Eine Frage, wie der Zustand bei Marcel Platzek zurzeit ist, wie nah er dran war an einem Kader wieder zu kommen.
Ja, Platzo hat am Freitag ganz normal das Training mitgemacht, das komplette Mannschaftstraining und am Samstag wieder leichte Probleme angegeben, sodass wir das jetzt am Anfang der Woche richtig und zu 100% abklären werden, was mit seinem Fuß ist. Also den Härtegrad ist noch nicht sicher. Kann ich Ihnen jetzt nie sagen, weil wir das, wie gesagt, durch den MRT dann abklären und dann werden wir am Anfang der Woche genaues wissen, was bei Platzo ist. Und ob er den Härtegrad eingesetzt werden kann, das war ja nicht die Frage. Keine weiteren Fragen? Herr Nazi, wie kamen Sie denn auf die Idee, Kai Prüger ins Sturmzentrum als einzige Sturmspitze aufzustellen? Frage, wie ist zu der Idee kam, Kai Prüger in die Spitze zu stellen? Schlecht geschlafen habe ich nicht. Nein, ist ja schon so, ist mir schon bewusst gewesen vor dem Spiel. Ja, vor dem Spiel, ich habe mit Enzo vor dem Spiel gesprochen, deswegen wollte ich es einfach nochmal rausheben. Weil natürlich mit Sicherheit jeder gedacht hätte, wenn es Platzo nicht spielen kann, dass dann Enzo anfängt. Wir haben es diese Woche im Training mal ganz kurz durchgespielt. Ich habe da so ein gutes Gefühl gehabt, die Situation vor dem 1-0. Ja, das hätte ich mir öfters gewünscht, dass halt ein guter Außenstürmer, Cepanik, da in diese Position reinzieht, wo er dann das 1-0 vorbereitet hat. Und das zweite Wichtige war ganz einfach, dass man, wenn ich mit Enzo anfange, dann weiß ich, ich kann unser Spiel nicht mehr so richtig verändern. Das heißt jetzt nicht, dass Enzo nie anfangen wird. Ja? Aber heute habe ich einfach gedacht, setzen wir auf die guten Fußballer sind. Das heißt nicht, dass Enzo kein guter Fußballer ist. Ja, man muss aufpassen heutzutage, was man sagt. Enzo hat seine Qualitäten im Anlaufen, im Pressen, im sich für die Mannschaft aufreiben. Und deswegen habe ich dann gedacht, wenn es dann wirklich nicht laufen sollte, ist dieser Wechsel Enzo dann reinzubringen, wahrscheinlich fruchtbarer, als wenn ich dann den einzigen Mittelstürmer-Typen, den ich habe, wenn ich den auswechsle beim Stand von 1-1 und bringe dann irgendwie einen anderen rein, der kein Stürmer ist, ist dann auch schon schwierig für uns als Mannschaft und für mich als Trainer, bin ich ehrlich. Deswegen habe ich mir diese Überlegung gemacht und habe gedacht, ich weiß, der Enzo wird sehr, sehr enttäuscht sein, aber ich fand diese Variante am heutigen Tag. Ansonsten vielleicht noch ein kurzes Wort zu Nico Lukas. Der hat ja heute mit dem Einleiten des Führungstreffers unter anderem ein gutes Spiel gemacht. Oder? Frage nach der Leistung von Nico Lukas. Ja, da möchte ich jetzt keinen groß rausheben, weil die Mannschaft investiert sehr, sehr viel momentan im läuferischen Bereich. Und wie ich es gerade gesagt hatte, wollte ich heute die Spieler zuerst auf dem Platz haben, die vielleicht die etwas... Sie sagen, die feinere Klinge schlagen, aber wo man ja weiß, wenn der Gegner tief steht, und das, davon bin ich ausgegangen, dass wir dann schon ja, Fußball spielen müssen. Nicht nur geradeaus schießen die Bälle oder lang nach vorn, sondern wir müssen über das Mittelfeld kombinieren. Und deswegen haben wir uns heute für diese Kombination entschieden. Und Nico hat genauso wie alle anderen einen guten Job gemacht. Ich möchte auch noch eine kurze Frage. Im zweiten Tor sah der Keeper nicht so ganz glücklich aus. Kann man ihm da irgendwie einen Vorwurf machen oder wird das zu weit? Frage an Herrn Daun. Nach dem zweiten Tor, beim zweiten Tor, sah der Torhüter nicht so gut aus. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das sah tatsächlich nicht gut aus. Muss man auch nicht um den heißen Brei herumreden. Das sind alles Jungs, die Ansprüche haben, die Profis werden wollen. Und ich glaube, er ist der Erste, der dann wirklich auch das Tor auf seine Kappe nimmt, das ist auch relativ niedergeschlagen in der Kabine, aber das tun wir alle. Und dementsprechend gibt es von mir keine Vorwürfe an den Jungen, weil er ist noch jung und muss noch viel lernen. Aber trotzdem ist es ein Fehler und beim Torwart ist ein Fehler meistens dann auch ein Gegentor. Von daher klare Sache, denke ich. Eine kurze Zusatzfrage, Ihr etatmäßiger Kapitän Prokop war nicht dabei. Woran gab es ja verletzt? Frage, warum der Kapitän Prokop nicht dabei war? Ja, Roman hat etwas komplizierteren Muskelfaserriss in einem Bereich, den ich selber noch gar nicht kannte. Von daher konnte er heute nicht mitwirken. Er ist dahingehend kompliziert, weil er nicht wirklich zu behandeln ist. Er brauchte einfach Pause, musste ein paar Tage rausgenommen werden und es hätte heute auch keinen Sinn gemacht, ihn diesem Problem aufzubieten. Wir müssen jetzt einfach diese Woche schauen, inwieweit er da schon wieder ins Lauftraining zurückkehren kann, um dann Entscheidungen zu treffen, wann ich ihn im Spiel gegen Lippstadt wieder einsetzen kann.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen, fürs Interesse. Dankeschön auch an die beiden Trainer. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise und einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal im Stadion. Tschüss.